Wer hat Angst vor Netflix, könnte man sich angesichts des nahenden Markteintrittes des Streaming-Anbieters fragen. Die Antwort: eigentlich alle. Denn die Katze ist jetzt aus dem Sack. Netflix startet seinen deutschsprachigen Dienst am 17. September in Österreich und soll nach bisherigen Informationen 7,99 € im Monat kosten. Zeitgleich blasen die österreichischen Marktteilnehmer zum Gegenangriff. Der ORF hat sich an der Streaming-Plattform Flimit beteiligt. Sky senkte die Preise seines Streaming-Angebotes Snap und UPC Österreich will so schnell wie möglich das Abrufangebot MyPrime der Schweizer Konzernschwester nach Österreich bringen. Auch die Pro7-Sat1-Gruppe hat vorgesorgt und betreibt schon seit längerem die Online-Videothek MaxDome. Ob diese Reaktionen auf den globalen Bewegtbildriesen mit 50 Millionen Abonnenten Eindruck machen werden, bleibt abzuwarten.